Sie verhöhnen die Symbole von Gaddafis Macht. Sie feiern das greifbare Ende der Diktatur. Nach erbitterten Kämpfen sieht es zumindest so aus, als sei die Schlacht um Tripolis entschieden. Bereits am Nachmittag hatten die Rebellen ihren Kreis um die Residenz Gaddafis immer enger gezogen. Am frühen Abend dann überwinden immer mehr Aufständische die dicken Mauern und schweren Tore der Festung mitten in Tripolis. Und sie ziehen ein ins Zentrum der Macht. Das hier ist Gaddafis Hauptquartier. Alle Rebellen sind jetzt da drin. Sie sind direkt vor der Tür, sagt dieser Gaddafi-Gegner. Wir durchsuchen jetzt die Gegend. Es ist alles okay. Nach fast 42 Jahren an der Macht ist Gaddafi womöglich am Ende. Dabei hatte das wohl letzte Kapitel seiner Herrschaft noch in der Nacht mit einer Machtdemonstration der Gaddafi-Getreuen begonnen. Ein skurriles Schauspiel. Saif al-Islam, Sohn des Diktators, sein Kronprinz und Stellvertreter, zeigte sich siegessicher seinen Anhängern. Das Absurde, noch gestern hatten die Rebellen Saifs Festnahme gemeldet. Der aber bewegte sich Stunden nach dieser Nachricht frei in Tripolis und rief zum Angriff auf die Rebellen auf. Heute werden wir uns bewaffnen und wir werden kämpfen gegen diese Ratten. Ein Kampf, den das Regime nun womöglich endgültig verloren hat. Ein Kampf, der auch heute an vielen Fronten in Tripolis heftige Spuren hinterlassen hat. Die Lage in der Hauptstadt bis zum Abend unübersichtlich. Immer wieder neue Meldungen über Erfolge oder Rückschläge für die Regimegegner. Bei den Kämpfen sollen seit gestern etwa 2000 Menschen gestorben sein. Das teilte der libysche Übergangsrat mit. Und noch ist nicht klar, ob die Schlacht zu Ende ist, denn Teile von Gaddafis Truppen wollen sich angeblich weiter wehren gegen die siegessicheren Rebellen. Am späten Abend feiern die Regimegegner immer noch. Auf dem grünen Platz in Tripolis. Sie feiern die Eroberung des Gaddafi-Hauptquartiers. Dort war zuvor eine goldene Maske des Diktators zum Spielball der Rebellen geworden. Ihn wollen sie finden, denn erst ein gefasster Gaddafi wäre deutlich mehr als nur das Symbol eines Triumphs.